Die Fülle, die wir uns geben, bestärkt die Sehnsucht nach Leichtigkeit. Doch gleichermaßen bestärkt sich das eigentliche Verlangen nach Einsicht und Erwartung. Hallo ihr Lieben, in dieser Review geht es um den Film Der Rausch und der Film stammt von 2021, ist so etwas zwischen Drama und Komödie und in dem Film geht es um vier Lehrer, ja, die gerne mal ein Experiment starten wollen und ja, in diesem Experiment geht es darum, dass man mit einem bestimmten gehaltenen Alkoholpegel im Alltag irgendwie selbstbewusster und offener gegen Problemen oder alltäglichen so, ja, halt agiert. Und ich muss sagen, als ich den Film geschaut habe, musste ich den erste Mal sacken lassen danach. Also ich musste mich erstmal ein bisschen ordnen, weil der halt schon von der Thematik ganz schön heftig ist, denn er zeigt ein Stückchen Realität, also sehr realitätsnah und zeigt uns so ein bisschen, was für Fehler wir als Mensch haben und wie wir zusammen agieren und was wir einfach verbessern können. Aber kommen wir einfach mal zu den Positiven, bevor ich wieder ausschweife. Optisch betrachtet ist der Film eher schlicht gehalten. Also es bedeutet weniger Schnickschnack, weniger Wow-Wow-Wee-Wow-Effekte oder sonstiges. Aber ich finde, das ist einfach was ganz Positives, denn das lenkt einfach, also wenn wir jetzt Effekte hineinbauen würden oder sonstiges, würde das den Film nicht zugute tun, denn da können wir uns mit diesen Schlichten sehr gut auf die Story konzentrieren und auf das Timing, aber dazu komme ich noch später. Ansonsten muss ich sagen, dass der Film, ja, man merkt, dass die Produktion so in Richtung Dänemark, Niederlande, Schweden kommt, denn ich finde, so Produktionen aus dieser Gegend haben sowas Gemütliches, liebevoll Naives, aber auch gleichstelliges, Bodenständiges. Und ich finde, das macht schon mal was aus, der Film, und macht ihn auch ästhetisch, ohne groß auf die Kacke zu hauen. Ansonsten muss ich sagen, ja, dass der Film, wie gesagt, vom Gesamtpaket optisch total passt. Also es ist einfach, ja, es ist entspannt auf der einen Seite, weil wenn schon die Thematik so intensiv ist, dann ist es eigentlich relativ gut und die Sonne kommt schön raus, wunderschön. Ansonsten musiktechnisch bewegen wir uns zwischen klassische und ja, so traditionell schwedisch-niederländische Musik. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich da jetzt nicht so dolle auskenne in diesem Bereich, was die Musik anbetrifft, deswegen ich das so ein bisschen verallgemeinere. Ansonsten haben wir am Anfang, also von der Storyline haben wir am Anfang gleich im Bild Jugendliche, die, ich weiß nicht, ob sie ihr Leben feiern, ob sie ihr Abschluss feiern, sie feiern einfach und sind in einer U-Bahn turbulent unterwegs und man merkt gleich, dass dieser Film, diese Dynamik von der Erzählung, von der Zelebration, von der ganzen Sache, dass das einfach so, also das ist die Definition schon des Filmes und da wird gleich gezeigt, ja, der Alkohol, das Thema, also das ist das Thema des Filmes und was es mit uns bewirken kann. Ansonsten muss ich sagen, der Film konzentriert sich im ersten Teil sehr, was die alltäglichen Situationen der verschiedenen Charaktere angeht, auch was Martin eben angeht, wie er halt sich, ja, wie er so einfach drauf ist und was seine Schattenseiten im Leben sind. Und ja, und ich muss sagen, dann bewegt sich der Film immer mehr so wie ein Strudel. Er wird immer schneller von der Erzählung und begibt uns gleichermaßen so ein Gefühl von Achterbahn. Ihr wisst ja alle, bei einer Achterbahn gibt es ruhige Momente, aber auch wilde Momente und das zeigt der Film tatsächlich auf. Am Ende ist dann weniger Achterbahnfahrt, ich glaube, dann ist nur noch eine kleine Kutschierung, aber ja, und ja, das ist es tatsächlich. Ja, und der Film bewegt sich auch so menschlich betrachtet oder aus dem persönlichen Aspekt viel mit, ja, emotionaler Abhängigkeit, aber auch aufgespielte und zynische Leichtigkeit im Leben oder aber auch das Thema Selbstironie und wie man sich manchmal nicht ernst nimmt und sich überschätzt als Mensch. Das sind so diese Fragen, die so im Film aufgewertet werden und ich finde, das ist einfach ganz besonders sehr gut zu betrachten, denn wir haben in diesem Film weniger
weniger das Drumherum, sondern mehr die Charaktere und wie die sich entwickeln und untereinander. Und das ist wirklich sehr besonders anzuschauen. Ansonsten muss man sagen, dass der Film sich so, ja, also der Film basiert ja auf ein Theaterstück, so, und das merkt man tatsächlich den Film auch sehr an, besonders was so die Dialoge angeht oder einfach, dass man ganz nah an den Schauspieler dran ist und dass man einfach denkt, dass man, das klingt crazy, aber dass man mit in diesem Rausch ist oder mit diese Situationen erlebt, die halt zum Beispiel, wie gesagt, von Martin so zelebriert werden. Und jetzt habe ich ganz viel und ganz genug über Martin geredet. Kommen wir zu den Charakteren. Und da möchte ich einfach nur mal auf, ja, also ich finde die Charaktere Martin, Tommy, Nikolai und Peter, die ähneln sich sehr stark, weswegen ich sie eigentlich jetzt gar nicht einzeln vom Porträt erwähnen möchte. Aber alle vier haben so dieses Problem, zu sich selbst zu stehen, zu ihren Emotionen. Und das merkt man einfach als ziemlich dolle. Und ich muss auch sagen, dass man, ja, dass man merkt, dass die sich in der Gesellschaft eher unsichtbar fühlen und nicht so für voll genommen fühlen und dass sie einfach aus dieser Schiene rausbrechen wollen, aus diesem Trotz, weswegen sie dieses Experiment halt starten, ne? Und man merkt auch, dass vor allem, ich glaube bei Nikolai, er ist ja frisch Vater geworden. Ja, da merkt man einfach, dass er sich so fühlt, als wäre er die zweite Geige in seiner Familie. Und ja, das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl spielt in der also Charakterporträtgeschichte eine sehr große Geschichte und Rolle. Und tatsächlich habe ich zu diesem Film überhaupt nichts Negatives beizusteuern, weil er halt einfach unglaublich interessant ist und unglaublich stark ist, intensiv, pur. Ich kann so viele Dinge einfach danach erzählen, aber ich versuche einfach mal ein bisschen den Rahmen nicht allzu doll zu sprengen. Ich gebe den Film 9 von 10 Punkten. Ihr wisst ja, was die 10-Punkten-Thematik bei mir bedeutet. Also es wird kein potenzieller Lieblingsfilm. Ich werde ihn mir nicht nochmal anschauen, weil ich sagen muss, dass er sehr viel in mir angeregt hat. Nicht nur positive Dinge, sondern auch negative Dinge. Kommen wir zu meinem Fazit. Also ich finde, dem Film sollte man auf jeden Fall eine Chance geben und auch ein bisschen sich Zeit geben lassen, ein bisschen Geduld haben, denn der Film ist nicht am Anfang sofort stark, sondern er braucht einfach diese Zeit und man muss sich einfach in diese Geschichte eingeben, vor allem was die verschiedenen Charaktere angeht. Aber ich finde, wie gesagt, das Thema, dazu komme ich gleich, sorry, ich bin ein bisschen gerade durchgewurschtelt. Ansonsten, ja, wie gesagt, das Thema realitätsnahe Situation. Also, weil das Thema Alkohol ja was Gesellschaftliches ist. Denn ja, es ist heutzutage selbstverständlich, zu jedem beschissenen kleinen Moment einfach zu sagen, hier, zum Geburtstag bekommst du ein Gläschen, weil du ja ein Jahr älter geworden bist. Oder was ich auch noch sagen kann, ist zum Beispiel, wenn du einen Mädelsabend hast, weil ihr einfach das Leben feiern wollt oder sonstiges, ihr wisst, was ich meine. Aber persönlich muss ich sagen, ich habe ja, bin noch nie so ein Mensch gewesen, der jetzt unnormal viel Alkohol getrunken hat, weswegen ich dieses Jahr komplett auf Alkohol verzichtet habe, beziehungsweise, ja, es ist ja noch über einen Monat das Jahr. Und ich muss sagen, dass ich so viel angeeckt habe bei Festen oder Feierlichkeiten, dass ich kein Alkohol getrunken habe. Und es ist tatsächlich grausam, dass das so einfach festgeankert zwischen uns ist. Also es wird eher als gute Sitte angesehen, nach dem Essen ein kleines Säckchen oder einen Rum zu trinken. Also ja, ganz wilde Geschichte. Ich will mich jetzt nicht weiter rausbeugen, sonst, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten, der Film spiegelt aber auch das Thema, dass wir immer irgendwie gesehen werden wollen und irgendwie das Thema Besonnenheit und dass wir Harmonie bewahren wollen und dass wir eigentlich
eigentlich immer konfliktscheu sind, wir Menschen. Also nicht jeder natürlich. Und auch das Thema Alkohol betrifft nicht jeden. Also ich finde, jeder sollte das machen, was er möchte. Aber ich finde, diese Thematiken spiegeln halt einfach den Film total wider. Und ich muss sagen, ja, ansonsten, ich will jetzt euch nicht verlocken oder so, aber ihr wisst ja, dass ich mich für diesen, alles was mit Studien und Medizin so ein bisschen interessiere, weswegen ich euch die Studie von Finn Skarsgård, der Root, ja, ich werde euch den Namen nochmal eintinksen, die Studie, das ist ja basiert ja auf den Film und andersrum, dass ihr euch die mal durchlesen tut, denn es geht ja nicht nur um die Studie an sich, sondern was macht Alkohol mit uns als Mensch. Und ich finde das schon sehr interessant und ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter quatschen, aber ich beende einfach mal diese Review, denn sonst artet es aus. Ansonsten, falls ich euch neugierig gemacht habe, wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Tschüss.